Da das Licht Welleneigenschaften hat, sich also prinzipiell wie Radiofrequenzstrahlung verhält, lassen sich bei Licht und vor allem beim kohärenten Laser die verschiedenen aus der Funktechnik bekannten Modulationsarten anwenden. Dadurch können, wie bei Radiofrequenzstrahlung auch, durch Überlagerung Schwebungen erzeugt werden, die dann eine Wirkung auf den menschlichen Körper oder auch elektronische Schaltungen haben. Das Prinzip wurde ja bereits erklärt. Modulieren lässt sich ein Lichtstrahl zum Beispiel als ein Seitenbandsignal. Dabei wird der Träger, also das eigentliche Lichtsignal, und eines der beiden Seitenbänder unterdrückt. Die folgenden Abbildungen stammen aus Single Sideband Suppressed Carrier Modulation of Coherent Light Beams von Burer, Fowler und Blom in Proceedings of the IRE, August 1962. Zuerst fällt ein Laserstrahl auf ein Polarisationsgitter, wie es auch in Sonnenbrillen oder bei Filtern für Fotoapparate verwendet wird. Dadurch wird die Strahlung polarisiert. Das heißt, die elektromagnetischen Wellen sind linear polarisiert und schwingen nur noch in einer Richtung hin und her. Dann fällt das Licht auf ein Viertelwellenplättchen aus doppelbrechendem Material, zum Beispiel aus Kalkspat. Sehen wir uns an, was dort genau passiert. Die Bilder stammen von Wikipedia. In doppelbrechenden Kristallen läuft das Licht, abhängig von seiner Polarisationsrichtung, entweder gerade weiter oder wird gebrochen, wobei sich dann seine Richtung etwas ändert. Das kann man hier sehen, weil die Schrift, nachdem das Licht durch den Kristall aus Kalkspat gelaufen ist, zweimal erscheint. Wenn das auf den Kalkspat fallende Licht im Winkel von 45 Grad zur optischen Achse des Kristalls polarisiert ist, teilt sich der Strahl jeweils zur Hälfte in einen gebrochenen und in einen nicht gebrochenen Strahl mit unterschiedlicher Polarisation auf. Diese beiden Strahlen haben, je nach Schwingungsrichtung, eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit und dadurch Phasengeschwindigkeit. Das heißt, die eine Welle wird gegenüber der anderen verkürzt, weil sie sich in ihrer Schwingungsebene langsamer ausbreitet als die andere in ihrer Schwingungsebene. Die Zeichnung zeigt die beiden sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit innerhalb eines doppelbrechenden Kristalls ausbreitenden Teilstrahlen. Insgesamt bilden die beiden Teilstrahlen weiterhin einen einzigen Strahl, aber durch die unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der beiden Teilstrahlen in ihrer jeweiligen Schwingungsebene verändert sich die Schwingungsrichtung des elektromagnetischen Feldes des gesamten Lichtstrahls. Bei einem Viertelwellenplättchen ist der doppelbrechende Kristall genau so dick, dass die unterschiedliche Laufzeit der beiden Teilstrahlen zu einer Verschiebung ihrer Phasenlage um eine Viertelwellenlänge führt. Durch diesen Phasenunterschied von einer Viertelwellenlänge der beiden senkrecht zueinander schwingenden Teilstrahlen ist der Gesamtstrahl dann beim Austreten aus dem Kristall zirkular polarisiert. Hier noch einmal die Zeichnung einer Pockels-Zelle aus dem Buch Optics von Hecht und Zajac von 1977. Der elektrooptische Kristall besteht zum Beispiel aus Kaliumdihydrogenphosphat oder aus Kaliumdideuteriumphosphat. Die Doppelbrechung dieser Kristalle kann mit einem elektrischen Feld gesteuert werden, das mit Modulationsspannungen von einigen tausend Volt an den Elektroden erzeugt wird. Die Fotos der Pockels-Zellen stammen aus dem Internet. Bei der Überlagerung der beiden sich unterschiedlich schnell ausbreitenden Teilstrahlen wird an einem Viertelwellenplättchen links im Bild eine linkszirkular polarisierte Welle. Der Vorgang bis jetzt entspricht also der Abstrahlung einer zirkular polarisierten Welle
durch eine Wendelantenne im Mikrowellengenerator. Der linkszirkular polarisierte Lichtstrahl läuft dann in Richtung der optischen Achse, im Bild mit C bezeichnet, durch zwei Kaliumdihydrogenphosphatkristalle mit elektrooptischen Eigenschaften. Die Modulation des Lichtes wird mit einem elektrischen Feld entlang der C-Achse durchgeführt. An beiden elektrooptischen Kristallen befinden sich dazu auf beiden Stirnseiten transparente Elektroden bzw. Elektroden mit einem Loch, durch das das Licht fällt. Die B-Achse des zweiten Kristalles ist um 45 Grad geneigt. Auf die Elektroden werden nun zwei sinusförmige Modulationssignale gegeben, die um 90 Grad gegeneinander verschoben sind. Wenn man beide KdP-Kristalle zusammen betrachtet, heißt das also, dass das elektrische Feld und damit auch die optische Eigenschaft insgesamt rotiert. Damit wird die Wirkung einer rotierenden, doppelbrechenden Platte nachgeahmt. In diesen beiden KdP-Kristallen wird aus einem Teil des linkszirkular polarisierten Lichtes rechtszirkular polarisiertes Licht. Das rechtszirkular polarisierte Licht wird durch das rotierende elektrische Feld im KdP-Kristall gedreht. Das heißt, bei einer Frequenz des Modulationssignals von 1000 Hz wird das rechtszirkular polarisierte Licht 1000 Mal pro Sekunde zusätzlich gedreht. Also ist die Frequenz des Lichtes um 1000 Hz erhöht. Abhängig von der Modulationsfrequenz an den Kristallen verschiebt sich dann auch die Frequenz des Lichtsignals. Das entstehende Lichtsignal entspricht also exakt dem Einseitenbandsignal in der Funktechnik. Nur eben mit sehr viel höherer Frequenz. Nach den KdP-Kristallen läuft das Licht noch durch eine weitere Viertelwellenplatte mit Polarisationsfilter, in dem das linkszirkular polarisierte Licht abgeblockt wird und aus dem rechtszirkular polarisierten Licht wieder linear polarisiertes Licht wird, das aber ein Seitenband moduliert ist. Um zu zeigen, dass eine echte Einseitenbandmodulation erzeugt wurde, ist der aus der Funktechnik bekannte Zweitontest gemacht worden. Dazu wird das Seitenband mit zwei unterschiedlichen Tönen moduliert. Hier wurde ein Ton von 1000 Hz und ein Ton von 1500 Hz verwendet. Der modulierte Laserstrahl wurde auf eine Fotoröhre als Empfänger gegeben und dort durch Überlagerung wie beim Heterodynempfang demoduliert. Die obere Linie zeigt bei allen Oszilloskopbildern die Spannung des Modulationssignals am Kristall. Die mittlere Linie zeigt den Signalverlauf am Empfänger. Bei einer Modulationsfrequenz von 1000 Hz entsteht am Empfänger nur ein ganz schwaches Signal. Auch bei einer Modulationsfrequenz von 1500 Hz entsteht beim Empfänger ein ganz schwaches Signal. Diese schwachen Signale zeigen, dass der Träger fast vollständig unterdrückt worden ist. Denn sonst müsste es ja eine Schwebung zwischen dem Träger und dem Seitenband mit der Frequenz der Modulationsfrequenz 1000 Hz oder 1500 Hz geben. Ebenso ist ein Seitenband unterdrückt worden, denn es gibt auch keine Schwebung zwischen zwei Seitenbändern mit der doppelten Modulationsfrequenz, also 2000 Hz und 3000 Hz. Wenn das Licht aber mit 1000 Hz und mit 1500 Hz gleichzeitig ein Seitenband moduliert wird, entsteht ein starkes Signal mit einer Frequenz von 500 Hz. Denn der Lichtstrahl besteht aus zwei Strahlen mit einem geringen Frequenzunterschied von nur 500 Hz. Zwischen den elektromagnetischen Feldern der beiden Teilstrahlen mit einer Frequenz im Bereich des Lichtes entsteht eine Schwebung, die dann in der Fotoröhre einen Strom von 500 Hz hervorruft. Da die Ionen im menschlichen Körper aufgrund ihrer Trägheit nicht mit der Frequenz des Lichtes hin und her schwingen können, schwingen sie dann mit der Frequenz der Schwebung.
sodass ein niederfrequenter Strom fließt.